Vielleicht Elements von One. Warum sollte ich das tun? Einfach so, einfach mal um es auszuprobieren. Vielleicht klappt es ja. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Nicht mit dem Drehstuhl. Ja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Oh je. Da bin ich schon mal sehr planlos. Hallo nochmal. Schätzchen, ich wusste, du kommst zurück. Wie kann dir die alte Ottilie denn helfen? Ah, das ist ein Nomad. Sehr schön. Ist hier etwas über diesen Automaten am Windbrunnenplatz? Ja, kenne ich. Ich halte mich von ihm fern, er hält sich von mir fern. Wieso? Wie soll ich das erklären? Pass auf, Kleiner. Ab einem gewissen Alter stellt man sich auch nicht mehr auf die Waage. Was meinen Sie? Ich meine, ich habe Sachen gemacht, da kommst du im Leben nicht drauf. Oh je. Sünde. Was hat sie denn zu der Sünde? Sollen wir eigentlich gar nicht wissen. Oh, das kann ich dir flüstern, Schätzchen. Ich habe Sachen gemacht. Schlimme Sachen. Wie schlimm? Allein für das drüber sprechen könnte ich versteinert werden. So schlimm? Also, wir müssen die Sünden von ihr weitererzählen. Und dann... Aber die Basilen haben da ein paar ziemlich spießige Ansichten. Will ich das wissen? Glaub mir, das willst du. Aha, Sünde. Neueste Sünde. Meine Sünde. Ich kann mir nichts vorstellen, was so schlimm sein sollte. Ach nein? Na, dann lass mich dir mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Oh je. Ach Mensch, das hätte ich jetzt gern gehört. Seine Frau hat das mitbekommen. Was? Sind ja Frau. Aber sein Cousin wusste von nichts. Der Cousin. Und so wurde ich Vorsitzende des Buchclubs. Oh mein Gott. Okay, die neueste Sünde. Was war denn die letzte Sünde, die ihr begangen habt? Oh, witzig, dass du fragst. Also... Oh Mann, ich will's hören. Aber das ist ja... Das ist bestimmt lustig. Aber gegen sowas gibt es Gesetze. Vollkommen zu Recht. Dann seht ihr eure Schandtat ein? Oh ja, es war eine der besten, die ich je begangen habe. Errungenschaft, Richard, King of Sins. Alles klar. Ist es eigentlich eine Sünde, wenn ich ein Mädchen süß finde, obwohl sie eine gesuchte Verbrecherin ist? Aber nein, die meisten Männer lieben die Gefahr. Eine Sünde wäre es, wenn du sie... Auf Schreck. Aber ich denke, das würde ihr sogar gefallen. Ich glaube, ich will zurück in mein Kloster. Der Arme. Reden wir lieber über etwas anderes. Wie kommt es, dass ihr nie versteinert wurdet? Darf ich nicht... Hä? Ja. Okay, das hat man jetzt alles. Reden wir lieber über etwas anderes. Tschüss. Pass auf die... So, wie wir an den Mönchskutte rankommen, weiß ich noch nicht, aber Sekunde, vielleicht können wir mit dem nochmal sprechen, über den Sindomat. Ich bin's nochmal, Robert. Du sagst das so, als wär's was Gutes. Erzbeergarn. Ihr tragt ja immer noch die Original-Windmönchkutte aus echtem Erdbeergarn. Ich darf doch sehr bitten. Ich bin noch immer einer der drei großen Windmönche. Man kann mir meinen Brunnen nehmen. Man kann mir meine Bestimmung nehmen. Aber niemand kann mir meine heilige Tracht. Kann ich die haben? Ob? Was? Wir nehmen uns deine heilige Tracht. Natürlich kannst du die nicht haben. Aha. Aber der Windbrunnen. Was genau ist denn mit eurem Windbrunnen passiert? Eines Tages... Ich erinnere mich, als wäre es heute gewesen.
hörte er plötzlich auf zu blasen. Aber warum? Wenn ich das wüsste. Ich vermute, die Basilen versuchen, mich zu bestrafen. Aber ihr seid immer noch einer der großen drei Windmönche. Die Zeit der großen drei ist zusammen mit dem Wind verschwunden. Einer von uns ist verschollen, einer regiert und einer will noch ein Bier. Ottilie, ignorierst du mich mit Absicht? Aha. Wo könnte ich denn dann solch einen Garn herbekommen? Solange du kein geweihter Priester des Windordens bist, sehe ich da keine Möglichkeit. Und wie wird man das? Also zunächst musst du asketisch leben und mindestens ein Jahrzehnt beten. Und den Basilen deine eigene absolute Unwürdigkeit immer wieder versichern. Wenn sie dich bis dahin nicht bestraft haben und weiterhin ignorieren, ist das ein gutes Zeichen. Und das heißt? Das heißt, vergiss es. Wo soll ich nur dieses Garn herbekommen? Du bekommst es nirgendwo, weil du nicht würdig bist, es zu tragen. Ich brauche dieses Garn wirklich dringend. Du störst mich noch immer beim Zocken meditieren. Wer? Du, geh endlich. Sehr schön. Was macht ihr nur hier in dieser Spelunke? Ihr wart einer meiner Helden. Sie nannten euch den Mönch der Täler. Ach, damals. Das waren noch Zeiten. Zu meinem Windbrunnen gehörten die Hügel, das Land und die Täler. Weite Flächen. Der Wind war dort stark und wehte ungebremst. Klingt ja super. Das war nicht super, das war ehrfurchtgebietend. Ach, wie sehr mir meine Täler fehlen. Tut mir leid, klingt sehr ehrfurchtgebietend. Danke. Okay, noch mehr zum Windbrunnen. Für mich seid ihr immer noch der Windmönch der Täler. Nett von dir, das zu sagen. Ottilie nennt mich immer nur den Windbeutel des Wurzelbiers. Oha. Ja, einmal hat sie mich sogar als Furzkissen bezeichnet. Oh, Schreck. Gut, ich gehe jetzt. Oh, Schreck. Gleich. Nur diese Sahne spielen noch. Der Mönch und die Spielsucht. Tja, aber jetzt haben wir einen Minzbonbon. Vielleicht können wir den... Das Minzbonbon hat schon irgendwie die Form einer Münze. Hey, da sind ja gar keine Kaugummis drin. Das sind Murmeln. Schade. Murmeln schmecken nicht mal halb so gut wie Kaugummis. Und hinterher tun die Zähne weh. So, jetzt haben wir Murmeln. Vielleicht. Das mache ich nicht. Okay, dann halt nicht. Vielleicht können wir dem Jungen die Murmeln verkaufen. Dafür, dass er uns dann die Karte gibt. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Aber ein richtiger Schatz gehört doch in eine Schatzkiste. Ich will einen richtigen Schatz, nicht nur solche blöden Murmeln. Wir brauchen eine Schatzkiste. Okay, da müssen wir erstmal noch eine Kiste suchen. Durch die Tür kommen wir wirklich nicht durch. Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Vielleicht... wo haben wir denn... Achso, den Stock haben wir abgegeben. Tja. Zum Windbrunnenplatz. Vielleicht können wir jetzt zumindest erstmal eine Zeit aufstehen, wofür auch immer wir den brauchen. Erstmal mit dem Symptomat reden. Nenne deine Sünde. Ah ja, jetzt haben wir Ottilies Sünde. Ich kann mir mal erzählen. Okay, also. Siehe die Schwelle. Moment mal. Du hast was? Du hast was? Na toll. So habe ich auch geguckt, als Ottilie mir ihre Sünden erzählt hat. Ein Zeiger.
Was auch immer wir mit einem Zeiger machen. Ein Minzbonbon. Kann man immer gebrauchen. Was soll ich mit so vielen Minz... Der Zeiger fehlt. Ich weiß auch, wer ihn hat. Tja. Der Zeiger fehlt. Ich weiß auch, wer ihn hat. Tja, sowas. Brauchst du vielleicht noch einen Zeiger als zweite Nähnadel? Und ja, wir müssen an den Landspox rankommen. Die können wir als... Also ich werde es verwenden können. Darf ich fragen, wo du das hier hast? Die ist vom Syndomaten. Interessant. Wie bist du da rangekommen? Ach, da war diese Dame in der Bar. Aha, du meinst bestimmt Ottilie. Steiler Zahn. Ich fürchte, ihr seid schon zu lange eingesperrt. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Ein Strickmuster, also die Karte. Und die Kutter, also das Garn. Und wir müssen mal in den Landspruchsatz kommen. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur da... Die darfst du nicht... Ja, ich hab nur die... Meine Schon gut. Können wir vielleicht irgendwie ablenken? Mit Murmeln? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, natürlich war's das. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzu... Ach je. Warum sollte ich das tun? Einfach, um es zu wissen, um es einfach unmöglich abzudenken. Das müssen wir doch irgendwie hinbekommen können. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir probieren einfach mal alles mit allem. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Wieso das denn nicht? Tja, bleibt nicht mehr viel übrig. Ein Korken. Das wird nicht klappen. Tja, wenn das nicht klappt, was klappt dann sonst? Ja, wir haben immer noch den Konrad-Kopf. Der gute Hirte Aspasiens. Der Name war Conroys Idee. Deshalb können wir vielleicht irgendwie... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Tja, aber was funktioniert denn? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Nicht die Zeit, um rumzualbern. Wir haben den Ausblick, den haben wir noch nicht angeguckt. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Aspasien gucken. Tja, also... Was tun wir jetzt? Conroys Palast. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Abstoßend. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Tja... Den Lernspruchs können wir wirklich nicht ran. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lernspruchs. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur den... Meine Lernspruchs, nicht deine Lernspruchs. Schon gut, tut mir leid. Vielleicht gehen wir mal kurz... Kommen wieder zurück.
letzten Mal ist was passiert, als wir zurückkamen. Seltsam. Es passiert nichts. Ich dachte, vielleicht lenkt das ihn ab. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Ja, also. Können wir nochmal mit ihm reden vielleicht? Hallo, Wache Nummer 822. Hallo, Bürger Nummer 357. Hey, der Syndomat ist kaputt. Oh Mist! Hast du zufällig gesehen, wer das war? Das war so ein Typ, ein Hühne, richtig gut aussehend. Oh, könntest du mir Bescheid sagen, wenn du ihn nochmal siehst? Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilien bringt nicht viel sein. Danke, gleichfalls. Vielleicht mit dem Schneider nochmal reden? Ich weiß auch nicht. Hallo, Schneider. Ach, hallo, junge Frau. Ich, bin eigentlich nur Robert. Entschuldige, die Gefangenschaft hat mich ein wenig wirr gemacht. Natürlich. Na,